Früher war es einfacher. Da wusste ein Mann, was es heißt, ein Mann zu sein. Wenn er Unrecht sah, wehrte er sich. Das war sein Recht, das zu tun. Vielleicht fliegt die ganze Welt in die Luft, wenn er auf den Knopf drückt. Lassen Sie das, geben Sie das wieder her. Sie können sagen, was Sie wollen. Das ist kein Fortschritt. Das ist keine Evolution, sondern eine Krankheit. Dagegen hilft nur jemand, der begreift, was auf dem Spiel steht. Jemand, der aufsteht wie ein echter Mann und etwas gegen die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt unternimmt. Los, tu es! Jetzt gleich. Noch vor der Mittagspause. Als Vizepräsident der Abteilung für kreatives Denken. Die Kugel hat in ihrer Wirbelsäule gesteckt. Wollen Sie damit sagen, sie ist... gelähmt, ja. Ihnen verdanke ich, dass ich noch lebe. Scheint so. Ich war eine Göttin und sehen Sie mich jetzt an, ich kann mich nicht bewegen. Wieso ließen Sie es tun, wenn ich zu Ende bringe? Es wäre besser, ich wäre tot. Der Mensch, der das geschrieben hat, ist auf der Suche nach Hilfe. Ich will so nicht leben. Helfen Sie mir, es zu beenden. Was passiert, wenn es dir wieder besser geht, wenn du selber essen, dich anziehen, für dich sorgen kannst? Ne? Was machst du damit? Ich will nicht, dass sich was ändert. Dann wird es das auch nicht. Aber du spürst doch nichts. Wenn du was spürst, schon. Ich bin nicht derjenige, der ein Problem hat. Ich brauche keine Hilfe! Sag mir nicht, was ich fühlen soll! Ihr fragt euch vielleicht, warum ich das getan habe. Ich wollte doch nur in eurer Welt leben. Dass sich nur ein Mensch die Zeit nimmt, mich wahrzunehmen.